Die aktuell laufende Woche steht voll und ganz unter dem Thema Lufthansa. Wer hätte gedacht, dass jetzt bis zur außerordentlichen Hauptversammlung, die morgen am Donnerstag stattfindet, bei der die Aktionäre des Unternehmens mehr oder weniger unmittelbar über das eigentlich schon zusammengeschnürte staatliche Rettungspaket für die Lufthansa entscheiden können und müssen, wer hätte gedacht, dass bis dahin noch so verdammt viel Bewegung in die ganze Thematik reinkommt? Dabei geht schon fast unter, dass die Lufthansa jetzt aufgrund der aktuellen Krise neben der Germanwings noch eine weitere Fluggesellschaft nicht mehr an den Start bringen wird. Wir sprechen ein bisschen drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Name SunExpress ist sicherlich den meisten hier ein Begriff. Eine Fluggesellschaft, die gefühlt zumindest an eigentlich allen größeren deutschen Flughäfen immer präsent war. Nicht zuletzt aufgrund ihres eher unscheinbaren Aussehens oder aufgrund ihrer nicht sonderlich aufregenden Lackierungen, sich aber immer mehr so im Hintergrund bewegte. Obwohl man dann auch fairerweise dazu sagen muss, dass dann ab und an doch mal eine echt interessante Sonderbemalung um die Ecke kam. Aber gut, SunExpress ist an sich erstmal kein kleiner Name. Das ist keine kleine Fluggesellschaft, aber da kann man schnell mal was durcheinander bringen. Und deswegen schauen wir uns dieses Konstrukt rund um SunExpress jetzt erst einmal ganz genau an. Der Name SunExpress steht bereits seit etwas mehr als 30 Jahren auf Flugzeugen. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 1989 als Gemeinschaftsunternehmen der Turkish Airlines und Lufthansa gegründet. Dabei wurde SunExpress als Charterfluggesellschaft ins Leben gerufen, die eine ganz klare Aufgabe hatte. Und zwar die Beliebtheit der Türkei als Urlaubsziel vieler, vieler Europäer zu nutzen und diese Leute dann massenweise nicht unbedingt billig, aber günstig in den Urlaub zu schaufeln. 1989 sah dabei die ganze Nummer mit dem Türkei-Urlaub noch ein bisschen anders aus als heute. Das Wetter war zwar schon damals schön, aber es gab beispielsweise keine EasyJet. Die hat man erst 1995 ins Leben gerufen. Dazu gab es dann weder Wizz Air noch Freebird Airlines oder wie die ganzen Fluggesellschaften heißen. Die neuesten Ryanair-Flugzeuge sahen damals so aus und diese Flugzeuge verirrten sich nicht mal annähernd in Richtung Türkei. Von Deutschland aus sind die klassischen Türkei-Urlauber damals mit LTU beispielsweise geflogen. Damals noch mit einer Kombination aus 757 und Boeing 767 in der Flotte. Oder auch mit Condor, damals noch mit dem Airbus A310 oder der Boeing 737. Die erste 757-200, die gab es ab 1990 bei Condor. Und so wurde SunExpress damals als weitere Charterfluggesellschaft in einen Markt mit ziemlich viel Potenzial reingeboren. Da musste man zwar erstmal die frühen 90er Jahre überstehen, die waren für die gesamte Luftfahrt nicht sonderlich einfach, aber dann Urlauber in die Türkei fliegen, aus Europa heraus, prinzipiell erstmal eine ziemlich gute Idee. Man hatte jetzt also als gemeinschaftliches Projekt eine deutsch-türkische Ferienfluggesellschaft auf den Markt geschmissen, die zuerst ab April 1990 mit einer Boeing 737-300 in der Flotte den Erstflug von Antalya nach Frankfurt durchführte. Dabei ist ganz wichtig, Sitz der Fluggesellschaft ist in Antalya. Das Kennzeichen, das die Flugzeuge der SunExpress tragen, beginnt mit den beiden Buchstaben TC. Das sind also Maschinen, die in der Türkei registriert sind. SunExpress ist also offiziell eine türkische Fluggesellschaft mit einem türkischen AOC. AOC steht für Air Operator Certificate, bedeutet auf Deutsch Luftverkehrsbetreiberzeugnis und das braucht jede Fluggesellschaft. Die erste Maschine der SunExpress war wie gesagt eine Boeing 737-300, damals ein neues Flugzeug. Die Maschine hatte man damals geleast und das Flugzeug war mit der Registrierung Tango Charlie Sierra Uniform November unterwegs. Wie das die ganz witzigen Charterfluggesellschaften nun mal so haben. Und das Flugzeug war mit dieser Registrierung bis ins Jahr 2000 bei SunExpress unterwegs. Dann ging die Maschine nochmal zu Malev und Norwegian Air Shuttle. Und heute ist der Beginn der SunExpress-Geschichte irgendwo auf einem Flughafen auf den Philippinen abgestellt. Bis 1995 wuchs die Flotte der Airline dann auf insgesamt 5 Flugzeuge an. Es sind 2 weitere Boeing 737-300 dazugekommen, auch beides wieder neue, geleaste Flugzeuge. Und es kamen auch noch 2 größere, junge, gebrauchte 737-400 dazu. Kurz nach der Jahrtausendwende knackte man dann die 1 Million Passagiere in einem Jahr und SunExpress leaste sich die erste Boeing 737-800 und auch die ersten 737-700 und im Jahr 2005 kam dann auch die erste Boeing 757-200 in die Flotte der SunExpress. Die Fluggesellschaft hatte dann nach 20 Jahren, also rund um 2010, etwas mehr als 20 Flugzeuge in der Flotte und war jetzt nicht mehr nur noch eine reine Charterfluggesellschaft, die Leute in den Urlaub geflogen hat, sondern SunExpress hatte jetzt auch Linienflüge im Programm, teilweise sogar türkische Inlandsflüge und auch eine zweite Basis am Flughafen von Izmir wurde eröffnet.
Die gebrauchten Boeing 757-200, von denen insgesamt bei der Sun Express 4 Maschinen durch die Flotte gingen, die wurden dann so schnell wie möglich wieder aus der Flotte verbannt, waren ja alles geleaste Flugzeuge und gebrauchte Flugzeuge. Und die Maschinen wurden dann durch neuere Boeing 737-800 ersetzt, sodass die Sun Express an sich eine recht junge Flotte hatte und ausgestattet war mit dem für sie bis heute eigentlich idealen Flugzeugtypen, mit der 737-800, mit so vielen Sitzen wie es geht, mit 189 Sitzen in der Economy Class. Bis zu diesem Zeitpunkt betrachten wir also eine an sich gut funktionierende türkische Fluggesellschaft. Erst dann, im Jahr 2011, kam der deutsche Ableger, die Sun Express Deutschland, dazu. Das heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, um da jetzt nicht durcheinander zu kommen, die Sun Express selbst gründete eine 100%ige Tochtergesellschaft mit deutschem AOC, mit deutschem Luftverkehrsbetreiberzeugnis, wie es so schön heißt. Eine Fluggesellschaft, Sun Express Deutschland, die sich im Markenauftritt nach außen hin nicht von der Muttergesellschaft unterscheidet. Deutschland war von Anfang an somit der wichtigste Markt für Sun Express. Und um jetzt aus Deutschland heraus Flüge ans Rote Meer nach Ägypten anbieten zu können, brauchte man dieses deutsche AOC. Damit ging Sun Express also einen deutlichen Schritt weg von dem ursprünglichen Gedanken der Fluggesellschaft, der ja eigentlich war, so viele Urlauber wie möglich aus so vielen europäischen Städten wie möglich in Richtung Türkei zu bringen. Jetzt wurde man eben auch zu einer deutschen Ferienfluggesellschaft, die ganz einfach von deutschen Flughäfen aus Verbindungen anbot, die ganz offensichtlich nichts mit der Türkei zu tun haben müssen. Zu Beginn bestand die Flotte der Sun Express Deutschland erst einmal aus 3 Flugzeugen vom Typ 737-800. Bis heute gingen insgesamt über 30 verschiedene 737-800 durch die Flotte der Sun Express Deutschland. Es waren alles Flugzeuge, die geleast waren, alles Flugzeuge, die teilweise nur über kurze Zeit bei Sun Express Deutschland blieben, dann wieder durchgetauscht und weitergegeben wurden. Alles ziemlich durcheinander. Geblieben sind heute 13 Flugzeuge, alle immer noch vom Typ 737-800, mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren. Diese Flugzeuge bilden die Sun Express Deutschland. Im Hintergrund wuchs die türkische Sun Express logischerweise immer und immer weiter. Die Fluggesellschaft betreibt heute mittlerweile 44 Flugzeuge, ebenfalls alle vom Typ 737-800, mit einem Durchschnittsalter von etwa 10 Jahren. Aber auch Airbus A320 waren immer mal wieder in den Farben des Sun Express unterwegs. Das gilt für die deutsche Sun Express genauso wie für die türkische Sun Express. Ja, die waren eigentlich immer nur saisonal zur Verstärkung angemietet, ab und an dann aber auch mal ein bisschen länger. Ehrlich gesagt alles ziemlich kreuz und quer und auch eigentlich gar nicht so wichtig. Aufmerksamkeit gab es dann noch einmal durch die Langstrecke, denn Sun Express Deutschland ist die Fluggesellschaft, welche die Airbus A330-200, und zwar nur die A330-200, für Eurowings betreibt und beredert. An sich ging da also schon eine ganze Menge. Sun Express konnte immer und immer weiter wachsen und hat ab 2014, in den darauffolgenden Jahren, immer mal wieder Boeing 737 MAX bestellt. Insgesamt müssten das so an die 50 Flugzeuge gewesen sein, die zu einem Großteil an die türkische Sun Express gegangen wären, aber zu einem Teil eben auch an den deutschen Ableger. Einige 737 MAX 9 stehen auch bereits fertig bei Boeing auf dem Hof, einige davon auch schon mit deutschem Kennzeichen. Aber daraus wird ja jetzt nichts mehr. Sun Express Deutschland wird bis Freitag den letzten Flug durchführen und danach nicht mehr in die Luft gehen. Das Unternehmen mit ca. 1200 Mitarbeitern wird aufgelöst und dann abgewickelt. Das bedeutet, der Name Sun Express wird nicht vom Himmel verschwinden. Der Name Sun Express wird auch nicht vom deutschen Markt verschwinden. Die deutsche Ferienfluggesellschaft Sun Express bzw. die deutsche Tochtergesellschaft der türkischen Sun Express, die wird es allerdings ab Freitag dann nicht mehr in der Luft geben. Die reine Formulierung, Lufthansa stellt eine Tochtergesellschaft ein, ist damit übrigens nicht ganz richtig. Also es gibt da schon noch ein paar Unterschiede zu beispielsweise einer Germanwings. Das ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Lufthansa AG. Diese Firma befindet sich übrigens mittlerweile schon in der Abwicklung. Die bereits verkauften Flüge der Sun Express Deutschland sollen jetzt erstmal in naher Zukunft entweder von der türkischen Muttergesellschaft oder von Eurowings durchgeführt werden, sodass die Passagiere, die jetzt gerade zuletzt noch bei Sun Express Deutschland gebucht hatten und eigentlich jetzt mit dieser Fluggesellschaft in den Urlaub fliegen wollten, gar keine sonderlich großen Probleme bekommen sollen, sondern im besten Fall nur eine leichte Umbuchung auf eine andere Zeit oder eben eine andere Fluggesellschaft. Viel mehr bleibt dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Sun Express Deutschland ist damit eine weitere Fluggesellschaft, die man jetzt nicht auf Krampf durch diese Krise durchschleppt oder sie aber während der Krise auf Krampf gegen die Wand fährt. Es ist eine Fluggesellschaft, deren Kapazitäten man in naher Zukunft, so doof es klingt, ganz einfach nicht unbedingt gebrauchen kann. Es ist kein Geheimnis, dass man in naher Zukunft jetzt erst einmal nicht all die Kapazitäten, die man sich vor der Krise aufgebaut hat, auch direkt nach der Krise wieder gebrauchen kann.
Und das bedeutet eben leider auch, dass man nicht alle Mitarbeiter, die man vor der Krise angestellt hat, dass man die auch alle direkt nach der Krise wieder gebrauchen kann. Und ein Unternehmen wie SunExpress Deutschland mit ca. 1200 Mitarbeitern in Anführungszeichen auszuradieren, natürlich geordnet und rechtskonform, ist, so fies sich das anhören mag, deutlich leichter als ca. 1200 Mitarbeiter aus einer mehr oder weniger intakten Lufthansa rauszustreichen. Was nicht bedeutet, dass Letzteres unmöglich ist, aber aus dem Grund haben logischerweise alle Mitarbeiter der Lufthansa und auch alle Mitarbeiter aller anderen Fluggesellschaften ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Fluggesellschaft mehr oder weniger intakt durch diese Krise kommt. Für ein Ja zum Lufthansa-Rettungspaket haben sich heute an 4 Standorten in Deutschland zahlreiche Mitarbeiter der Lufthansa Group versammelt. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was da so los ist. Es sind sehr, sehr spannende Zeiten, in denen wir gerade stecken. Zeiten, in denen man allen Kolleginnen und Kollegen nur das Beste und viel Durchhaltevermögen wünschen kann. Mögen alle, die es wirklich wollen, so schnell wie möglich wieder in die Luft kommen. In diesem Sinne soll es das damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.